ich habe eine Einladung bekommen. Ich darf nämlich nächste Woche Dienstag um 17.30 Uhr ins Bundeskanzleramt. Ich bin eingeladen zu einer Gesprächsrunde über digitale Bildung mit Frau Merkel, unserer Bundeskanzlerin. Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Und ich habe mir auch schon diverse Gedanken gemacht über das digitale Lernen. Ich weiß auch, was alle nicht funktioniert. Lehrer Schmidt zeichnet sich dadurch aus, dass er glaubt, dass eine zentrale Plattform die Lösung ist. Wahrscheinlich, dass für seinen Matheunterricht ein Lehrer reicht, um seine 900.000 Subscriber zu schulen. Und dass die dort genauso viel Mathe lernen, wie sie sonst in der Schule lernen würden. Ja, vielleicht kann das so sein, aber ich glaube, das deckt sich so ziemlich mit dem, was das World Economic Forum gerade zum Thema Schooling plant. Das heißt, wenn alles nur aus dieser einen Ecke kommt, ein Lehrer schult alle Mathe-Schüler Deutschlands, dann ist doch wohl klar, was daraus für unsere Mathe-Lehrer in Zukunft folgt. Man wird keine mehr brauchen, ja, weil es ja reicht, dass man ein paar Studenten mit dem Korrigieren von Schüleraufgaben beschäftigt. Oder vielleicht kannst du auch einen Computer machen mit ein bisschen KI. Also es gibt da ein Sparpotenzial, das steht ganz außer Frage. Steht auch ganz außer Frage, dass wir unsere Schule an der einen oder anderen Stelle schöner, schneller, besser machen können. Aber ob bei solchen Treffen im Bundeskanzleramt die richtige Lösung rauskommt, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Das ist wieder mal die Idee einer zentralistisch agierenden Elite, die für sich in Anspruch nimmt, die, ja, was weiß ich, goldenen Eier legen zu können oder so. Wer jetzt hier noch mitmischen möchte bei dieser Besprechung im Bundeskanzleramt, zum Beispiel für andere Fächer, Deutsch, Englisch, politische Weltkunde, was der Teufel, was sie da alles unterrichten, Sport, der sollte dringendst und schnellstens Kontakt mit Lehrer Schmidt aufnehmen, zum Beispiel über dieses Video und ihm einfach ein paar Kommentare dort drunter schreiben, sodass er diese Ideen noch mitnehmen kann ins Bundeskanzleramt. Das wäre doch sehr sinnvoll. Das war schon alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Gestalten Sie Ihre Zukunft, werden Sie aktiv.